Hallo? Sag ruhig mehr. Hallo, hallo, hallo. Maggie. Sich waffnend gegen eine See von Klagen. Das war in die Kamera, das tun wir nicht. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt die Pfeile und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden, oder? Sich waffnend gegen eine See von Plagen. Durch Widerstand sie enden. So läuft das bei No Name nicht. Unserer Stücke nicht wirklich begrenzt. Ich finde, jeder interpretiert da was anderes rein und das ist auch gut so. Erwachsene wie Kinder sehen das Stück und fühlen etwas und ich finde, das ist wichtig. Man hat die Freiheit, nicht man selber sein zu müssen, sondern kann einfach mal wer anders sein. Positiv ist auch die individuelle Förderung. Wenn jemand Probleme mit der Aussprache hat oder nicht weiß, wie er an eine Szene drangehen soll, dann wird ihm persönlich geholfen und die Spielleiter setzen sich mit jedem Einzelnen auseinander. Die Probenwochenenden sind super stressig und super anstrengend. Und man heult dann 10 Minuten rum, wie nervig und scheiße das alles ist. Und dann sieht man ein, dass man es braucht. Und dann arbeitet man. Und am Ende ist man froh, dass man eine Menge, Menge Wochenenden damit verbracht hat, was Cooles zu machen und sich von 5 Minuten Terrinen ernährt hat. Wir wünschen uns gerne Unterstützung in der Technik. Bei der Lichttechnik, Tontechnik, auch generell als Hilfe. Bei uns braucht ihr keine Erfahrung. Oder wenn ihr noch nicht wisst, was ihr gerne machen möchtet, wir weisen euch gerne irgendwo ein. Wir erklären euch gerne alles und lehren euch gerne alles. In diesen Jahren hat sich zwischen uns eine Familie entwickelt und es gibt halt Sachen, die habe ich noch nie jemandem erzählt, den ich diesen Leuten einfach mal anvertraue und das noch nicht mehr. Der beste Moment auf der Bühne ist, wenn alle Augen im Publikum nur auf dich gerichtet sind und du auf einmal die Chance hast, jeden Einzelnen im Publikum zu begeistern und zu verzaubern. Thank you.